hat er so die Spannung dran. Aha. Ja, also, der passt auf mein Fahrrad. Ja, muss man halt der Gummi. Hinten auf dem. Ja, freilich, klar. Schön, schön. Passt ins Eck, der passt an die Runde. Der 180 Grad Stuhl. Ja, aber kann man auch in die Länge ziehen. Angeblich 3 Meter. Aber. Ach so! So von. Okay, ich verstehe. Mhm. Aber das schön, schön. Schafft man allein nicht. Nee, ich schon. Ja, ja. Logisch. Ja, ja. Und so, dann geht es schon. Gibt es denn nur in diesem hellen Ton oder auch in anderen Tonen? Es gibt ihn auch in weiß. Mhm, okay. Und er ist auch im neuen Museum oder im Museum für Modern Art. Das ist ein Teil in dem Designer, der den sich ausgedacht hat. Ja. Und es ist im Prinzip, es ist wie Wellpappe oder so. Ne? Also so, ich habe sowas ja hier klein. Schön. Mini. Ja, also. Sie haben es in Mini. Hier trifft sich die Kunst. Und das in Nürnberg. Sehen Sie? Das ist ja auch so. Und was ist das? Da kann man auch seine Visitenkarten hineinstellen oder so. Ah, Visitenkarten. Das ist einfach halt schön. Aha. Und das ist, wenn man anschaut, ist auf die gleiche Art und Weise gemacht. Wie genau, weiß ich nicht, ob es geklebt ist oder. Sonst wie, oder wie dieser Kleber vielleicht aufgebracht ist, ob der eine Folie ist. Ich sehe es gerade, also. Mir hat auch jemand gesagt, man könnte so einen Kleber mitdrucken und dann gleich kleben. Weiß ich nicht. Und das ist ein sogenannter etwas andere Falten-Visitenkartenständer. Ja, den habe ich mal in einem Museumsshop gekauft. Und das ist die Schädelschere. Das ist die? Die Schädelsche Weltchronik. Das ist eigentlich. Von Schädel. Mhm. Die Weltchronik. Anton Koberger. Wir haben ja. Ich glaube, da habe ich von. Ne? Ja. Der Anton Koberger hat seinen 500. Todestag und der ist Drucker gewesen und eines seiner Hauptwerke, die er gedruckt hat, ist diese Schädelsche Weltchronik aus dem Jahr 1493. Und der Schädel war ein wohlhabender Arzt in Nürnberg und er hat halt andere noch dazu animiert, ihr Geld zu investieren in diese Weltchronik. Und dazu ist auch am Koberger Platz das Denkmal. Das habe ich schon erspäht. Ja. Und da steht, also auf dieser Platte steht quasi drauf, es ist jetzt an der Zeit, es ist der Anfang dieses Buches, es ist jetzt an der Zeit, mal aufzuschreiben, die Entstehung der Welt bis heute. Und das haben sie da gemacht. Absolut prächtig. Und eine Nachbarin hat mir, also aus der Pilotistraße, hat mir bei der Eröffnung mich gefragt, ob ich nicht interessiert wäre, dieses Buch aufzulegen, dieses Faksimile. Also liegt das rein zufällig? Das ist richtig nett von der, ne, finde ich schon sehr, sehr nett, mir das anzubieten, das hierher zu legen, zu zeigen. Kommunikation, Falte.